Und damit sage ich willkommen zurück bei Let's Play Catherine. Wir sind noch in dem... Ja, das ist schon der zweite Turm, den wir hier hochkraxeln müssen. Wir sind aber schon in der zweiten Etage. Und es sieht relativ gut aus. Ich höre schon die Glocken läuten. Ja, da oben ist was. Zumindest habe ich schon den Kontrollpunkt gesichtet. Oh, super. If you are crushed by a block, the game will end. Watch out for wobbling blocks. Okay, das macht natürlich Lust auf mir. Ich muss mal gucken, wie... Moment, das ist... Nee, Moment. Das geht. Oh Gott, ich denke, das war jetzt. Moment, wie war das nochmal? Das war. Ey, Vince, wo bist du? Da bist du? Soll ich hier hoch? Gut, da tue ich voll das Gleich runter. Okay, dann müsste ich jetzt hier. Genau, jetzt müsste ich hier hochkommen. Geh mal weg. Ich muss hier mal durch. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Das sieht schon gut aus. So, hier komme ich noch hier hoch. Geh mal auf die Seite. Meine Fresse. So nervig geschafft. Ach du Scheiße. Oh, ach du Scheiße, oh mein Gott. Und das Schüler 1. Bums! Right in your face. I've seen others here and there. The fighting's gonna start getting fierce. Na, einer ist schon draufgegangen, leider. Ja, die sind echt im Weg. They're all trying to climb, like you. Ja, die sind beim Weg. Und ich habe keine Zeit für Doggies, deshalb müssen die weg. Okay, du bist der Boss. Sometimes sheep will get in your way as they try and climb to the top. To move a sheep out of your way, move up against him and shove him. Kein Problem. So, gut, das ist noch einfach. Meistens sieht es so kompliziert, es ist aber total einfach. Zumindest wenn man ein bisschen Erfahrung raus hat. So, erstmal hier und Moneten einsacken. So, dann hier hoch. Moment, das geht noch. Das sind diese schweren Blöcke, die dann ewig bis man die rausgezogen hat. So, dann komme ich hier hoch. Nee, das. I see you're still alive and kicking. What the hell is this place? How high does this damn thing go? I don't know. I wish I did. The map on the left side of the screen shows you how far you are from the goal. Sind da eh schon fast oben, das ist doch. Stages vary in length, so be mindful of your progress. Ich habe gerade gesehen, es war jetzt nicht so intelligent, mache ich hier mal. Und es geht nicht mehr anders. Schauen, dann komme ich gar nicht mehr zur Knete. Soweit ich das sehe, nee, komme ich nicht mehr dahin. Schade. Hab mir gerade ein bisschen den ganzen Weg verbaut. Aber jetzt war das Kisten einsacken. Viel ein weiteres Leben. Und dann hier den raus. Den raus. Eine Treppe bauen. Und wir sind wieder hier. Yeah! Like a boss. Safety Bonus. Sieht wieder nach Silber aus.
Also Gold ist es auf keinen Fall, das weiß ich. Oh, es ist Bronze. Impressive. Naja, es geht. Und auch zum nächsten Podest. It's you. Looks like you're still alive. Is that you? You're safe too. Barely. Still. How many people died trying to come here? People? I don't... Listen. Here, you see everybody else as sheep. But all these sheep, they're really human. There's got to be some reason why we were all brought here. What reason could there be? Why do we have to suffer like this? Who knows? But I do have an idea. An idea? But stop the speculation. It's just going to confuse us more. You should think of what to do next. I'm hearing rumors of something big coming soon. You be careful now. Something big? Still, you're really getting the hang of things. There's nothing more I can teach you. That can't be true. Come on, you gotta have something you can tell me. If we're lucky, we'll meet again. Hey, wait! Wait. While on landings, you can learn techniques to help you climb higher. Ja, das wissen wir schon. Crawling around blindly won't help you escape. There is valuable information to be found, and you can only find it here. Okay. Lass uns mal mit den Leuten quatschen. Diese Leute, das sind noch keine Schafe, aber das sind trotzdem... Aber sind die eingesperrt, ein paar? Verstehe ich immer noch nicht ganz. Der sieht ja fluffig aus. Oh, you're new here, am I right? Let me ask. Do you have any coins? You may have seen them lying around while you're climbing. I'll trade you useful items for them. Huh? Would you rather have coins than an item? I'm a numismatist. I love money. There's nothing in life money can't buy. I've got a plaque with that on it in my office. No matter what world you're in, as long as you've got money, you can do anything. These gold coins are symbols, symbolizing money. And if that's the case, then I can save myself if I have enough of it. That's my theory, anyway. Oh, so you don't know... If you are still having trouble getting through a stage, you can buy items with coins. If you are already carrying an item, it will be replaced if you buy a new one. Be careful. Okay. However, buying items makes it more difficult to earn the gold prize. Ja, das ist der große Nachteil davon, aber für das nächste Level brauche ich auf jeden Fall was. Tonight's product is the white cube creates a block in front of you. Den kaufe ich mal, das ist ziemlich wichtig. That'd be nice to have just in case. Alright, so a smart choice. Also ich denke, das nächste Level ist ohne den weißen Block da machbar, aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ja, schon ziemlich krass, aber ja. Wenn wir klettern müssen, um zu überleben, bleibt mir nichts anderes übrig. Techniques to get higher. Techniques? Like what? Oh, come on, teach me anything. Maybe this will help. Allow me to explain the tornado. Der Tornado, okay. Auch ziemlich praktisch, wenn aber die Steine so gut liegen, und das ist eigentlich selten der Fall, dass man da so eine Wendeltreppe bauen kann. If blocks are stacked all over the place, calm down and pull them out. One by one. Move them aside and bring them down like a tornado. Oder wie eine Wendeltreppe, besser gesagt, aber Tornado hört sich ein bisschen besser an. Then make a staircase and climb. Okay. Oh, is that how you climb? Wow, you're amazing. Oh, I think I can go on a little longer. Gut, bitte sehr. Oh, nochmal. I'm thinking about that technique you showed me, so I won't forget. Ich glaube, wenig Zeit. Ach, das machen wir später mal. Sorry, gotta go.
Good luck. Ich habe nicht gerade so viel Zeit, 5 Minuten sehe ich noch. Harte Worte, aber auch Worte der Wahrheit. Ja, warum sind die eingesperrt? Das geht mir echt nicht aus dem Kopf. Mit dem Quatsch immer ganz am Schluss. Are you the same as me? Were you put down here by some trick? Why were we chosen? Do you know anything? Come on! How can I survive? I can't keep climbing! I don't know anything either. Listen, if you want to live, then climb. That's all you can do. Yeah, yeah, that's right. Gotta stay calm. Calm. Ganz ruhig, mein lieber Schäflein. Das schaffen wir schon. I do feel better now. Thanks. Kein Problem. So, was war denn noch? Also das Händlerschaf, das haben wir schon leer gekauft. Hey, didn't you shove me just a few minutes ago? How dare you? You're just some sheep. I'll shove you next time. Na, ganz ruhig. Newsflash, fuck you. I need to make sure I survive. Ich muss zusehen, dass ich überlebe. Ja, verstehe ich schon. Es ist wieder ausgeglichen, wobei ich jetzt schon eigenartig finde, dass es bei der Frage zuvor ausgeschlagen hat. Zur schlechten Seite, zur blauen Seite, obwohl wir eigentlich für Catering geantwortet haben. Also für den Beginn des Lebens bei einer Heirat. Schon etwas eigenartig. Oh mein Gott. There's nothing like that anywhere near here. The monster talks. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Huh? Gott, die drehen ja komplett am Rad. Da tut noch was. Ja, ich muss gar nicht mit allen quatschen, aber es ist doch teilweise interessant, was sie da für Ansichten haben. Da die in derselben Situation sind wie wir. Keine neue Technik können wir wahrscheinlich lernen. We found a landing of sorts here, so we should expect there to be other sets of stairs. Don't tell me we've got to go through this tomorrow and the day after and third time's the charm, right? Also es aussehen müssen wir das jede Nacht machen. Ich hoffe, dass die Albträume nicht schlimmer werden. Ich hoffe eher nicht. Huch, falsch. Da war ich falsch, wollte eigentlich, ja. Werde ich mit ihm da quatschen. Yo, have we met before? You survived because of the techniques I found, huh? Na ja, hast du noch was Neues auf Lager? Tell me something. Let me show you another great technique. Was hat er denn? Der Aufschieber auch ziemlich praktisch. Wenn man jetzt so in die Kante reinstellen kann. This technique gives you more room to maneuver. Push a block off a ledge with nothing below it. As long as the edges connect, the block will remain in place. Aus irgendeinem Grund ist das so. How's that? I'm a regular blockologist, huh? That's a good start. Try to remember this one too. Oh, noch eine. Schön. Allow me to explain pullback. Das ist eigentlich nur die Pyramide nur rückwärts, weil es denselben Nachteil hat, soweit ich das sehe. If you climb up and find yourself stuck, try pulling a block and backing down. By creating a stairway as you go down, you will be able to go higher than you could before. Aber wenn man da noch eine Stufe höher muss, dann geht das nicht mehr. Also genau dasselbe Nachteil. Ja, eigentlich nicht. Well, anyway, what I'm getting at is, this kind of stuff has to become second nature to you. I know. I can't just rely on my natural reporter's instinct. It's the truth.
Just techniques, huh? I guess the trick is to learn as many of them as possible. Okay, you find any new moves, you come straight to me. This is coming from the executive manager. Okay, so hätte ich es jetzt hier mit allen gequatscht. Würde mir sagen, diesen Part beende ich mal hier. Und so wie es aussieht, beginnen wir den nächsten Part mit einer weiteren Frage im Beichtstuhl. Bin mir gespannt, was das wieder für eine Frage ist und was ist das hier überhaupt? Wenn es ein Albtraum ist, warum sind da andere Schafe? Beziehungsweise andere Menschen? Ist das jetzt der Traum von Vincent oder von jemand anderen oder? Na, ich glaube, das werden wir irgendwann noch rausfinden und ich glaube, die Antwort wird mir gar nicht gefallen. Aber ja, das sehen wir dann etwas später oder im nächsten Part. Wie gesagt, eine weitere Runde auf den heißen Stuhl. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Catherine. Ciao.